bin im Leben nicht so fotografiert worden wie heute. So geil! Und es geht los. Argentinien-Trikot sitzt, Banner ist da. Hier das Personal vom Excelsior ist auch schon begeistert. Haben wir gerade schon mal ausgerollt und die haben von uns ein Foto gemacht. Ja, es wird noch diskutiert, ob wir das eigentlich falsch geschrieben haben. Die Paraguayos sagen, alle Mann ist para, Argentina ist in Ordnung. Die Chilenen sagen, das müsste alle Mann ja con Argentina heißen. Wir werden es erleben. Jetzt gibt es noch einen Kaffee und dann die erste Herausforderung, ob wir hier ein Taxi finden. Ich hatte mal nachgeschaut, eine Stunde 15 Minuten Fahrt, 15 Euro Kosten, nicht pro Person insgesamt, aber heute ist Sonntag, da will ja keiner arbeiten von denen. Ich erwarte schon, dass die dann immer gucken, Hinfahrt Argentinien, bekomme ich keinen Rückfahrer, lehnen sie uns nachher ab. Schon geht's los. Taxi ist bestellt. 147.000 für die ganze Fahrt. Das sind, 6 Euro pro Person. Der erste hat mir schon abgesagt. Das ist das Problem für die, dass die keine Rückfahrt mehr bekommen. Ich hatte das schon mal. Da hatte ich hier Taxi bestellt, wollte nach Villarrica, biete ihm noch an, komm, holen wir dir ein Wasser und eine Empanada, komme ich wieder, zack, Taxifahrer war weg. So, Javier ist da. Lass mich mal vorne hin, bitte, wegen dem Film. Und es geht los. Sogar nur eine Stunde. Fahrer sagt, die Grenze wäre einfach zu passieren. Na dann, auf! Nein, es ist noch nicht die Grenze. Andere Seite ist immer noch Paraguay und dann da irgendwo in den Wald rein. Das ist wieder so ein schönes Beispiel. Paraguay ist ein Entwicklungsland. Hier entwickelt sich etwas. Wir fahren hier auf der alten Straße, zwei Spuren. Links neben uns, die scheint schon fertig zu sein, ist eine vierspurige Straße. Also zwei Fahrbahnen pro Richtung. Und das scheint mir auch schon recht weit fortgeschritten zu sein. Das sind schon die ersten gerade drüber gefahren. Und das ist der Unterschied. Während in Deutschland so alles runtergeht, kaputt geht, da wird hier was aufgebaut. Alles wird größer, schneller, schöner, besser. Und wann immer sich die LKWs in Kolonnen aufreihen, weiß man mittlerweile, das ist die Grenze. Jetzt bin ich innerhalb von 2 Monaten jetzt vierte Mal über die Grenze. Ja, vierte Mal ist dann im Januar. Die halten mich doch bald für einen Schmuggler. Geil ist das abgefuckt hier. Wollen wir das Banner mal ausrollen? Die freuen sich. Also Mannesfahrer Argentina. Zusammen gegen Frankreich. Unser Banner kommt gut an. Die Leute freuen sich. Das ist die Grenze. Wieder mal am Flüsschen. Da, Argentina. Ja, wir sind nicht die Einzigen mit der Idee. Aber gut, habe ich schon schlimmere Grenzen gesehen. Oh, willkommen in Argentinien. Da sind wir. Mal gucken, wie wir hier rauskommen. Dollar, Peso, por aquí. Nix da, hab schon Geld. Einfach den Leuten nachrennen, die machen das jeden Tag. Taxi Teil 2, haben wir das jetzt auch geschafft. Jetzt sind wir in Argentinien. Zahlen jetzt hier mal gepflegte Abzockerpreise. Er wollte 4.000 argentinische Peso haben, das sind 25 Dollar. Wir haben 15 bezahlt für den Weg, den langen Weg von dem Hotel bis zur Grenze. Aber gut, jetzt kriegt er 100.000 Guarani, das sind 13 Euro für 6,9 Kilometer. So billig, viel billiger wird es hier nicht. Melden uns angekommen in Clorinda. Das Dörfchen ist genauso verschlafen, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier ist der Hund sozusagen begraben. Ne?
der sogenannte Rottweiler. Geld haben wir auch schon gewechselt. Selbe Kurse wie in Posadas, also alles im grünen Bereich. Und jetzt gehen wir dann mal rüber zu dem Hauptplatz. Wenn ich den Fahrer richtig verstanden habe, dann ist dort nachher so Public Viewing mit Tischen und Stühlen und allem Möglichen. Ich glaub's ja nicht, weil in weniger als 2 Stunden geht das los und da ist noch gar nichts bisher. Ja, so viel offen ist da nicht, ne? Alle in der Hauptstadt oder alle gleich nach Katar gereist. Das sind übrigens argentinische Abfalleiber. So ein bisschen geil ist das schon. Jeder Zweite hat hier ein Argentinien-Trikot an, aber gerade unser Banner ausgerollt. Kann mich immer so schlecht filmen, wenn ich einen Banner in der Hand habe, aber die Leute waren begeistert und machen Fotos und Videos von uns. Genau dafür haben wir die Aktion doch gemacht. Was hier nachher für ein Fahnen mehr sein wird. Werden hier dauernd in eine andere Richtung geschickt. Jeder hat eine andere Idee, wo man am besten gucken könnte. Auf jeden Fall diese Fassbiererei, die ist zu. Jetzt meinten sie, hier an der Tankstelle wäre eine Großleinwand. Da bin ich ja auch mal gespannt, ob das stimmt. Doch, Fahnen sehe ich schon. Aber keine Leinwand. Da, Leinwand. Nee, Wand. Haben uns jetzt erstmal vorläufig für eine Eckkneipe entschieden. Hauptplatz in Buenos Aires. Das weiß ich nicht, könnte auch Frankreich sein. Logischerweise live Katar. Ja. Und hier sind wir jetzt erstmal. Die machen von unserem Banner alle Fotos. Jawohl, ja. Und Party! Vamos! Und jawohl, weitere Selfies, da wird gepostet mit uns. Man beachte im Spiegel die Nationalhymne, wir sind keiner mit. Vamos Argentina, Papas Fritas. Ich weiß nicht, was es ist, aber es passt zur Situation. Es gibt so Dinge, die sind wohl in jedem Land gleich, ne? Mogelpackung. Schon drüber düft er. Halbzeitpause. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein Auto, wo ein Radio läuft. Ansonsten war ja schon vorher nicht viel los, ne? Ja, und genau, da läuft ein Hund noch über die Straße. So stelle ich mir das vor. La Esquina kommt, die Ecke. Ansonsten die Keramikabteilung, wie man sich das in Argentinien vorstellt. Bitte nicht auf den Boden pickeln. Steht hier gleich 3-mal und man beachte die Spülfunktion. Details zeige ich euch jetzt nicht. Man ist es ja mittlerweile gewohnt. Wenn er trifft, ist vorbei. Dann ist gewonnen.
super. Wir werden hier umarmt, wir werden hier abgeknutscht. Dass ihr als Deutsche in diesem Moment bei uns seid, ist uns so unfassbar. Boah, das rührt mich richtig. Espectacular. Que nos están alentando a los argentinos. Orgullosísima. Gracias. Gracias de corazón. A todos. Un beso enorme. A todos los alemanes. Gracias a Dios. So buena gente. Auf zum dritten Bier, diesmal ein Budweiser, ein Messi-Budweiser. Die Autokorsos gehen schon los. Da hinten. Ja, da hinten ist schon richtig Party. Der Pokal ist noch nicht mal übergeben. Dann gucken wir uns nur an. Dann gehen wir auch raus. Hey, 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 hey! Ich heul vor Freude. Ich heule vor Freude. Ja, Papa, lass ja. Erwartungsgemäß beginnt unser anderes Problem. Wie kommen wir zurück? Da das hier keiner mehr Auto fahren kann. Ist klar, ne? Haben Sie. Oh, Bengalo. Nee, Feuerwerk. Polizei sagt drei Blöcke in die Richtung. Da wäre eine Taxifirma. Was ich ja am allergeilsten filme, finde, ich dachte immer, die machen von unserem Banner Fotos. Nee, die machen von uns Fotos. Wir haben das Teil eingerollt. Aber dass ihr Deutschen für uns seid, Foto, Foto, Foto. Ey, das ist so oft passiert heute. Ich bin im Leben nicht so oft fotografiert worden wie heute. Und wir haben es geschafft. Grenze. Haben es uns bei den Sheriffs durchgefragt.
Und die hatten auch noch recht, wo hier ein Taxi fährt. Natürlich nur ein Drittel bezahlt wie für die Hinfahrt. Jo, jetzt geht's dann weiter auf der anderen Seite. Ob wir da noch mal ein Taxi finden, eine Assoziation, ne? Das sehen wir dann, ne?